Moin moin, es ist richtig schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist Samstag, der 7. September. Mein Name ist Simon und es geht in die letzten Züge von den ganzen Minifiguren, Waffen und Accessoires. Hier seht ihr noch einige Schwerter, hier sind auch noch ein paar Waffen und hier in der Box auch. Die werde ich heute noch alle listen. Und dann habe ich hier noch eine letzte Kleinteile, Kiste, Koffer mit noch ein paar Sachen vorsortiert, die ich noch listen muss. Dann habe ich tatsächlich hier alles fertig, was Kleinteile war aus der Accessoires-Kiste. Und das haben wir dann alles im Shop. Das ist auch richtig gut. Denn diese Woche steht noch einiges an. Der Joschka hat zu Hause in den letzten 14 Tagen nochmal Brick Modified und Plate Modified und ich glaube Cone Elements vorsortiert. Das heißt, hier ein Koffer mit solchen Sachen. Halt alles wieder nach Typen. Hier seht ihr auch schon einiges, was da drin ist. Und hier im hinteren Koffer dann auch nochmal. Auch richtig wieder Masse, die wir listen können. Das ist mega cool. Das kommt auf jeden Fall noch komplett auf uns zu. Dann müssen wir noch mal einkaufen, denn wir brauchen noch ein bisschen Materialien. Wir müssen, damit der Shop am Donnerstag wieder aufgehen kann, noch ein bisschen hier vorbereiten, wieder Versandsachen auffüllen und so. Da nehme ich euch aber mit. Und dann wollen wir uns auf jeden Fall auch noch mal treffen, denn hier haben wir noch ein Kleinteilemagazin, was auch schon vorsortiert ist. Und das hat hier eine Menge Technik-Elemente drin, die hier komplett vorsortiert sind. Auch wieder muss man dann nur noch Farbe sortieren und zählen. Und da ist echt auch nochmal richtig, richtig Masse, was sehr cool ist. Und wir hoffen, dass wir das vor dem Start des Shops noch alles online kriegen. Das ist das, was der Josh alles vorsortiert hat. Das hat er gestern mit hier hingebracht. Ja, das ist so der Plan. Diese ganzen Sachen noch sortieren und dann den Shop wieder öffnen. Legen wir doch mal los. Die Pöttchen sind alle wieder leer, das heißt, ich bin jetzt fertig hier mit den ganzen Waffen und Accessoires. Die sind alle wegsortiert. Wir haben jetzt ungefähr 2500 Teile in der Liste. Und jetzt habe ich mir hier den ersten Berg an Plate Modified hingeschmissen. Was schätzt ihr denn, wie viele das hier sind? Ich sage 400. Nee, 350. Ich sag 350. Ich zähle mal durch und dann melde ich mich wieder. Alles ist nach Farben sortiert und in den Bechern drin und durchgezählt. Und ich habe die Brickstore-Datei angelegt. Tadadada. Und ich lag doch ein bisschen falsch, denn es sind 309 Teile. Was habt ihr denn so geschätzt, wie viele Teile das waren? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Als nächstes mache ich mich jetzt hier mal an ein paar weitere Plate Modifieds, und zwar die mit Barhandle on Side, beziehungsweise Barhandle on End. Und dann habe ich hier noch ein paar Kleinigkeiten, wie von so einem Dinosaurier, so eine Finne. Hier so ein paar Supports. Hier sind noch ein paar Falltüren. Was ich noch ganz interessant fand, hier so ein Brick Modified, der extremst breit ist, in weiß, haben wir zwei Stück hier liegen. Irgendwie ganz interessantes Lego-Teil, habe ich so auch noch nicht in der Hand gehabt. Und zwar handelt es sich da um ein 24 Noppen langes Element, was damals hier im Jahre 2007 in der Eagle Command Base zum Beispiel vorkam. Ist ganz interessant, also aus den alten Space-Sets. Ja, genau. Und jetzt werde ich die hier erstmal alle zählen und nach Farben sortieren. Das Sortieren geht weiter. Mittlerweile habe ich zwei von drei großen Koffern leer. Bin jetzt hier bei den Cone-Elements angekommen. Und dann habe ich jetzt hier erstmal diese ganzen kleinen 1x1. Da gibt es aber auch wieder Unterschiede, denn die gibt es einmal mit Top Groove, das heißt, einmal scharf stellen bitte, das heißt hier oben diese kleine Kante drin, und dann gibt es dieselbigen einfach nur als normales Element ohne Groove, sieht dann so aus, und da fehlt halt oben diese kleine Kante. Da musste man dann auch erstmal richtig ordentlich vorsortieren,
hat glücklicherweise der Josh gesehen und entsprechend direkt mitgemacht. Sehr cool. Ja, und dann jetzt alles listen und hier diese ganzen Cone-Elements alleine, die ich jetzt hier in der Datei habe, sind schon wieder 403 einzelne Steinchen. Ja, die werden jetzt alle in die Schubladen sortiert und gescannt. Und dabei gucke ich hier gerade Bob Brickmans Video zur Festung, die er auf seiner Piratenwelt gebaut hat. Finde ich sehr interessant. Für heute bin ich mit der Datei durch. Wir haben jetzt hier mittlerweile knapp 4000 Teile, also 4056 in 622 Lots drin. Das ist echt mal eine Riesenmenge. Das heißt, das Ganze werden wir jetzt hier exportieren. Und zwar als Massenupload. Ah, machen wir natürlich nicht, weil ich habe noch keine Preise gemacht. Also erstmal noch die Durchschnittspreise ziehen. Und genau, dann können wir das Ganze exportieren. Das heißt, Datei exportieren, Massenupload. Dann kommen wir hier auf die Seite. Dann wollen wir das consolidaten mit der Preis und der Remark, dass das halt entsprechend, wenn wir es umgescannt haben oder Preise jetzt sich halt geändert haben, angepasst wird. Und dann verifizieren wir das Ganze. Könnte jetzt eine Sekunde dauern. Ja, dauert bei 4000 Teilen etwas. Ich gehe mal gerade hier auf unseren Shop. Und da sehen wir, dass wir aktuell 261.609 Items haben. Und wenn wir jetzt gleich hier auf der Upload-Seite das Ganze einmal hochladen. So, 4056 Teile, Upload. Und dann nochmal auf den Shop gehen. Dann kommen wir auf 265.665 Teile in über 15.000 Lots. Das ist schon mal eine richtig ordentliche Zahl. Und ja, auch weit über unserem bisherigen Shop-Rekord. Denn der liegt, glaube ich, bei 261.000 oder sogar nur 260.000 und ein paar zerquetschte. Also schon mal 5.000 Teile drüber. Und ja, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Listen. Also ich hoffe, dass da noch ein bisschen was reinkommt die Woche. Nach dem ganzen Einsortieren wollte ich jetzt den Shop mal noch ein bisschen vorbereiten. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier den Packwagen nochmal aufräumen. Da liegt noch ein bisschen Zeugs. Das kommt jetzt erstmal weg, damit der schon mal ready ist zum Sortieren, zum Picken, wenn es dann wieder losgeht mit Bestellungen. Damit wäre der Wagen wieder einsatzbereit. Es stehen drei Kästchen oben drauf, ABC, um drei Bestellungen gleichzeitig zu packen. Der schöne Arm für die Handyhalterung oder iPad ist wieder da. Hier ist ein Platz, um ein paar Sachen abzulegen, während man packt. Und alle Minifigurenkoffer sind auch wieder auf beiden Seiten schön einsortiert. Dort auch. Also, es kann wieder losgehen. So, was müssen wir noch machen? Als nächstes habe ich hier die Ecke nochmal sauber gemacht. Da war natürlich noch ein bisschen Staub angesetzt, aber jetzt alles wieder sauber. Drucker ist am Start, die Kärtchen, die wir dann mit beilegen, sind am Start. Hier, die sind ziemlich leer. Da können wir auf jeden Fall mal nachfüllen. Das heißt, ich habe jetzt hier stapelweise neues Zeug. Einmal die Used-Sticker muss ich mir noch besorgen. Die sind jetzt fast leer. Aber da haben wir hier bleib auf dem Laufenden Social Media Karten nachgefüllt und dann hier die Achtung, Kleinteile, Karten und auch die Dankeskarten mit Ordernummer. So, da haben wir wieder jetzt einiges drin und können dann schön das hier direkt wieder in die Pakete packen. Zwei Stifte. Perfekt, da hinten noch ein paar Blätter, um irgendwas zu schreiben. Schere, Messer, Tesa, alles am Start. Dann das Einzige, was noch fehlt, ist Klebeband. Das hier ist die letzte Rolle. Da ist fast nichts mehr drauf, aber da werde ich dann definitiv jetzt noch nachkaufen. Jo, dann ist auf jeden Fall das schon mal soweit vorbereitet. Da hinten sind die ganzen Pöttchen im Regal und was man sonst noch so braucht. Ja, ach so, hier den Schrank, da muss ich noch bei gucken.
Also hier in unserem Regal, da haben wir oben so diverse Sachen, ein paar Unterlagen, Kabel, Taser und was man eigentlich nicht so häufig braucht. Hier in der ersten Schublade haben wir hier diese Zip-Bags. Haben wir uns mal ein paar Packs gekauft. Da hinten sind noch ein paar offene. Wenn man mal irgendwie mehr Teile von der Sorte hat oder so oder die anders verschließen muss, sind die eigentlich ganz praktisch. Und hier oben ist auch ziemlich gähnende Leere. Noch drei kleine Tütchen. Das sind ja die von den Lego-Sets, die wir ausgepartet haben. Kann man dann hier mit dem Schweißgerät entsprechend einschweißen, theoretisch. Die müssen wir auf jeden Fall nachfüllen. Und darunter sind eigentlich die großen. Da ist auch nur noch eine da. Die muss auch nachgefüllt werden. Hier sind noch ein paar Ersatzbecherchen, falls man die mal braucht. Und dann haben wir hier unten noch mal ein paar Reservetütchen. Genau. Und um das Ganze nachzufüllen, haben wir hier solche Boxen. Die sind einfach komplett voll. Habe ich schon mal geholt. Da stehen hinten der zweiten Reihe auch noch ein paar mehr. Die sind randvoll mit den Tüten. Da haben wir die einfach mal drin gesammelt. Und hier liegt schon, die war noch in der Kiste, lose, kleine Tüten. Das heißt, ich mache das jetzt hier auf. Und dann kann ich hier schön die ganzen kleinen Tüten reinpacken. Und das ist dann von hier richtig super. Denn wenn man dann Bestellungen verpackt, kann man einfach sich hier aufmachen, Tüten rausholen, direkt einschweißen und weitermachen. Kärtchen rein, Dankeskarte rein, Ordernummer und so weiter. Das ist dann richtig super. Und dafür ja, sind die einfach richtig praktisch. Genauso wie da unten. Da kommt dann schön wieder ein Stapel mit großen Tüten rein. So. Und dann wäre das auch wieder aufgefüllt. Das macht einfach am meisten Sinn so, wenn man halt sagt, okay, hier, wir haben die Tüten hier in diesem Regal und füllen die dann immer nach, weil ja, dann hat man halt nicht so eine große Menge hier rumstehen und das ist eigentlich prima. Und um die Pakete schön zu verpacken, haben wir hier eine große Box mit Verpackungsmaterial, die steht hier unterm Tisch. Da ist eigentlich alles Mögliche drin, hier so Papier, Verpackungssachen, auch teilweise Luftpolster, was man halt so hat. Die ist aber tatsächlich ziemlich leer. Da haben wir noch zwei große Kartons voll Nachschub. Die sind noch nicht hier. Da gehe ich auf jeden Fall die Tage dann auch mal noch was holen. Dann kann man das auch noch nachfüllen. Und von hier kann man dann schön verpacken. Ja, ich denke mal, das soll es soweit gewesen sein. Damit müsste der Shop eigentlich gut vorbereitet sein. Updates sind auch gemacht und ja, dann können wir morgen eigentlich wieder aufmachen. Ich freue mich richtig darauf. Versandkartons fehlt natürlich noch, haben wir auch schön gesammelt. Hier die ganzen Sets, die hier stehen, das sind alles Leerkartons, da ist nichts mehr drin. Genauso wie hier die Reihe. Ja, da können wir alles schön dann größere Bestellungen drin verschicken. Für kleinere Bestellungen haben wir unten hier oben unsere Großbrief- und Warenpostumschläge. Die sind alle neu. Noch ein paar Luftpolsterumschläge, hier noch ein paar größere Kartons für größere Bestellungen und natürlich hier hinten, sieht zwar ein bisschen chaotisch aus, aber das sind nochmal alles gefaltete Lego-Kartons, also Lego-Sets, größere, die wir alle mal ausgepartet haben, die wir dann entsprechend einfach wieder zusammenkleben können und ja, für den Versand nutzen können. Genau, genauso wie hier oben über den ganzen Großbriefkartons sind auch nochmal ein ganzer Stapel gefalteter großer Kartons und da in der Pappkiste auch nochmal große Versandkartons zusammengefaltet. Also eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Und ja, können dann morgen wieder loslegen. Der nächste Morgen ist angebrochen. Wir haben den 12.09. und Batman sagt 7.08 Uhr, was sich deckt mit der Uhrzeit am Computer, wenn ich das denn scharf gestellt bekomme. 7.08 Uhr, 12.09. und ich werde den Shop jetzt wieder öffnen. Das heißt, wir klicken auf Open. So. Wir können Notify Members. Wir haben 1455 Lots to notify. Das wird eine Menge geben. Also alles, was wir quasi neu hochgeladen haben in der Zeit. Das machen wir auch gleich mal. Und dann gehen wir hier oben auf Speichern. Und der Shop ist offen. Mega cool.
Das ist jetzt ein Grund zu feiern. Naja, das ist richtig cool. Es ist jetzt echt lang her, aber unser Shop ist wieder available. Ja, cool. Wir sind aktuell bei 1729 Bestellungen, 253 Fans. Können wir hier oben mal gucken? Wir haben 1143 Bewertungen und den Purple Brick, auch sehr cool. Ja, und alles ist ready für die neuen Bestellungen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, ob direkt heute was reinkommt oder erst in den nächsten Tagen. 265.000 Bricks. Jo, dann Batman, warten wir mal ab und ich gehe jetzt erstmal eine Runde arbeiten. Auf meiner richtigen Arbeit. Ja, sehr cool. 7.10 Uhr am Morgen. Wir haben Freitagmorgen und es sind tatsächlich schon, ich glaube, 5 Bestellungen eingegangen. Richtig cool, haben wir uns schon sehr drüber gefreut. Aber das Ganze werden wir dann im nächsten Vlog zeigen. Das heißt, packen tue ich die zwar heute Nachmittag, aber das seht ihr dann erst nächste Woche. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!